Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es weiter mit dem versprochenen Haushalts-DM-Haul für euch. Zur späten Stunde drehe ich jetzt noch ein Video ab, denn ich habe es versprochen. Und zwar wird es in diesem Video um Haushaltsprodukte gehen, die ich bei DM geshoppt habe. Ich habe gerade eben einen XXXXL DM-Haul für euch abgedreht mit Beauty und Pflege und anderem Gedöns. Falls es euch interessiert, schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich verlinke es euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei dem Video vorbeischaut. Es sind ein paar tolle Neuigkeiten dabei, vor allen Dingen von Balea und so weiter. Also falls es euch interessiert, schaut vorbei. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Video in zwei Teile zu drehen, denn es war schon sehr viel. Und das ist jetzt ein Thema für sich. Also Haushalt interessiert ja jetzt auch nicht alle, die Beauty interessiert und so weiter. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist spät. Man sieht's, mein Make-up ist schon zerlaufen, denn es war sehr warm heute. Aber es geht ja um die Produkte. Also, ich habe ganz viel für die Waschküche. Ich bin ultra stolz, denn ich habe Flecken rausbekommen, die der Liam in seine Wäsche gezaubert hat, und jeder von euch da draußen wird es kennen, wenn man einen Fleck rausbekommt, dann ist man der Star, der Hero aus der Waschküche. Nein, Spaß beiseite, läuft bei mir. Ich bin auf jeden Fall richtig stolz, dass ich zu diesen Produkten gekommen bin, und vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration für euch. Also, in der Waschküche kaufe ich, oder für meine Waschküche, so rum, für die Wäsche in meiner Waschküche, jetzt haben wir es exakt richtig, kaufe ich immer und immer wieder nach. Dieses Produkt hier von Perwoll für meine schwarze Wäsche. Da müsst ihr mal dran riechen, wenn ihr bei DM seid. Das riecht so, so ultra gut. Oh mein Gott, ich liebe es. Und es pflegt eben eure dunkle Wäsche. Also meine schwarze Wäsche wird nur, oder dunkle Wäsche wird nur damit gewaschen. Flüssig und eben für die dunkle Wäsche geeignet. Dann habe ich einen Hygienespüler mitgenommen. Sensitiv. Hier Impressan Desinfektion. So. So sieht es aus. Können wir direkt weitermachen. Ist jetzt nichts, was die Welt bewegt. Also ja, einfach ein Hygienespüler. Dann habe ich nachgekauft, machen wir mit der Waschküche weiter, hier für meine Feinwäsche Wolle und Feines. Dieses Produkt hier kaufe ich auch immer und immer wieder nach. Ist von Perwoll. Genau wie das andere. Riecht so, so ultra gut. Jetzt muss ich erstmal kontrollieren, nicht, dass ich einen Quatsch erzähle, ja. Auf YouTube wird man gleich auseinandergenommen, wenn man was Falsches sagt. Also auch von Perwoll. Und damit wasche ich eben die Feinwäsche. Gebe ich auch öfters in mein Waschbecken, wenn ich die Sachen mit der Hand schnell durchwasche. Ja, ich habe ein Wollwaschprogramm. Ich habe ein delikates Programm in meiner Waschmaschine. Aber trotzdem mache ich das manchmal so, dass ich die Sachen mit der Hand wasche. Das habe ich von meiner Mutter. So, schnuppert mal daran, wenn ihr bei DM seid. Richtig, richtig toll. Die Wäsche ist schön gepflegt, wird aber sauber. Und kaufe ich immer wieder nach, habe ich schon gesagt. Also, es ist spät, wie gesagt. Hier machen wir weiter mit einem Produkt, das ich mir gekauft habe, weil ich auf dem Kinderwagen einen Fleck hatte und ihn wegmachen wollte. Und da hier ein Kinderwagen abgebildet ist, habe ich mir gedacht, ich brauche dieses Produkt. Die Mayra hatte mir das empfohlen, also meine Freundin Mayra, Mayra Joanne hier auf YouTube. Und zwar hat sie gesagt, dass sie damit Flecken aus dem Teppich bekommen hat. Und dann dachte ich, ja, ich habe jetzt einen neuen Teppich. Man weiß ja nie, vor allen Dingen unterm Esstisch. Esstisch, also man isst an diesem Tisch. Und ich habe ein kleines Kind, ich habe mehrere Kinder. Und dann dachte ich, falls da mal was daneben geht, habe ich schon mal das richtige Produkt zu Hause. Aber wie gesagt, ich hatte es eigentlich für den Kinderwagen gekauft. Und ja, ich habe den Fleck tatsächlich rausbekommen. Yay, wer hätte es gedacht? Machen wir weiter hier mit diesem Produkt hier. Und zwar Textilerfrischer nennt sich das von Febreze. Das hat mich angelacht. Ich habe dann mal dran geschnuppert. Aprilfrisch steht hier. Denn der Teppich, von dem ich gerade erzählt habe, der ist neu angekommen vor ein paar Tagen. Und er hat schon einen sehr, sehr starken Eigengeruch gehabt. Ich habe ihn dann zwei Tage raus auf die überdachte Terrasse verfrachtet. Überdacht deshalb, weil es die ganze Zeit geregnet hat. Und der Geruch, der ist schon rausgegangen, aber wenn ich jetzt lange nicht zu Hause war, ein paar Stunden, und dann hochkomme, merke ich das schon noch. Und ich hatte tatsächlich am ersten Tag, als er angekommen ist, Kopfschmerzen. Und ich bin mir sicher, dass das vom Teppich war. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir jetzt dieses Produkt hier gekauft, weil ich das eben einfach mal auf den Teppich sprühen wollte und hoffe, dass dadurch der Geruch noch mehr verschwindet. Dann habe ich gekauft dieses hier, Seal
eins für alles. Ja, jetzt kommen wir zu dem Fleck, den der Liam auf seine Klamotten gezaubert hat. Und das hat mir auch die Mayra empfohlen. Die Mayra ist meine Queen, was Flecken betrifft. Und ich habe das damit eingesprüht. Also es war ein weißes Oberteil. Das hatte ich tatsächlich auch erst neu gekauft. War von Steif oder ist von Steif und war nicht gerade günstig. Ich habe dann auf Insta gefragt und es ist so schön, wenn wir uns dann gegenseitig einfach helfen, wenn ihr mir Tipps gebt. Ganz, ganz oft kam die Nachricht, dass ich es doch in die Sonne legen soll, also in die pralle Sonne. Das würde den Fleck wohl rausziehen. Hat alles nichts geholfen. Und ich habe es mit diesem Produkt hier eingesprüht und mit Gallseife. Also diese beiden Sachen und der Fleck ist draußen. Oh mein Gott, ich bin die Queen. Nein, bin ich natürlich nicht. Also hier einmal Gallseife. Ich habe es gleich zweimal gekauft. Dazu gibt es eine Geschichte, ist jetzt aber wurscht. Jetzt habe ich halt ein Backup. Ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde, bis ich diese Riesenseife hier aufgebraucht habe. Also ist ja der Wahnsinn. Brauchst du natürlich ewig. Aber ich habe jetzt hier einmal das Backup. Das ist ja super günstig. Ich glaube, die kostet um die 50 Cent. Aber ich habe mit dieser Kombi diesen hartnäckigen Fleck rausbekommen. Jawohl, dann habe ich hier für meine Küche noch ein Produkt gebraucht. Das habe ich nämlich auch aufgebraucht. Ich wollte jetzt mal das testen hier von Meister Propper. Dann zack, da war wieder die Kamera aus. Also hier für meine Küche Meister Propper dieses Produkt. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich es verwende. Ich bin sehr gespannt. Werde ich euch definitiv auf dem Laufenden halten. Und ich mache jetzt ganz schnell, denn das Licht und das ist alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also, dass ihr es nur mal gesehen habt hier fürs Bad. Dieses Produkt hier, das kaufe ich tatsächlich auch immer wieder nach. WC Aktivgel bin ich sehr mit zufrieden. Für die Bäder hier. Und hier Denk mit. Die Eigenmarke von DM für meinen Laptop bzw. für den Fernseher und fürs Handy, dass man da einfach mal drüber geht. Denn es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das mit einem feuchten Lappen macht, dann hat mal so Schlieren und das kann ich euch echt empfehlen. Also das mache ich nicht immer damit, aber ab und zu gehe ich damit schon mal drüber. Dann habe ich mir total unspektakulär diese Teile hier mitgenommen, diese Fuselrollen, also Nachschub. Diesen Aufsatz, den habe ich und dann kaufe ich mir immer nur die Rollen eben nach. Und das braucht man auch, wenn man Haustiere zu Hause hat. Wir haben ja die Bella und ab und an, ja, ist da schon auch mal ein Haar und deswegen zack, zack. Und dann ist alles schön ordentlich. Vor allen Dingen mit dieser Handbewegung. Also gut. Stopp. Ich habe noch was vergessen. Ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Es kommt nämlich noch eine sehr, sehr lustige Szene. Da seht ihr mal, wie ein Thumbnail entsteht. Und da lacht ihr euch bestimmt kaputt. Ansonsten habe ich euch vergessen, noch drei Produkte zu zeigen. Die möchte ich euch aber nicht vorenthalten, denn die kaufe ich auch immer und immer wieder nach. Zum einen hier für unsere Spülmaschine diese Finish Powerball Tubs. Die sind jetzt eben auch schon hier hochgewandert. Und deshalb habe ich es total vergessen, im Video zu zeigen. Genauso hier wie dieser Allzweckreiniger von Sacrotan habe ich auch schon verwendet. Verwende ich immer für unsere Fliesen. Unten am Eingang, hier oben in der Küche und in den Bädern, also die Fliesen. Ansonsten haben wir ja Parkettboden, da kann ich das natürlich nicht verwenden, da ist das viel zu aggressiv. Da habe ich noch ein anderes spezielles Produkt. Und ansonsten habe ich noch einen Tipp für euch und zwar hier habe ich diesen Essigreiniger, den kaufe ich auch immer nach. Und zwar habe ich zu diesem Produkt hier einen richtig coolen Hack für euch. Falls ihr auch, so wie ich, ein Backblech habt und das nicht mehr schön ordentlich sauber bekommt, dann kommt jetzt der ultimative Tipp. Ich selbst habe das auch hier auf YouTube entdeckt und zwar in einem Video von der lieben Rebecca. Sie hat das komplette Backblech mit diesem Essigreiniger befüllt. Dann hat sie Natron drauf, hat das Ganze einwirken lassen und plötzlich konnte sie das Ganze richtig, richtig schön wegmachen und das Backblech sah tatsächlich wieder aus wie neu. Ich habe das jetzt einmal gemacht und es ist wirklich so, dass ich ein ganz, ganz tolles Ergebnis damit erzielt habe und ich euch das natürlich nicht vorenthalten wollte. Und jetzt machen wir weiter mit dem Video und ihr bekommt gleich einen mini kleinen Lachflash. Dann war es das eigentlich soweit, meine Lieben, von meinem DM-Haushalts-Haul. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich habe es jetzt auf die Schnelle abgedreht. Das ist eigentlich nicht meine Art. Normalerweise baue ich hier ewig das Zeug auf und mit meinem Equipment und Licht und Hintergrund schön und so weiter. Aber ich habe es jetzt schnell abgedreht, damit ich das verräumen kann. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn ich jetzt so ein paar Kameraprobleme hatte. Es ist auch nur meine Vlogkamera und nicht die große. Aber es ist egal. Es geht ja um die Produkte. Back to the roots. Roots.
wie man früher YouTube abgedreht hat. Ne? Man hat sich auf den Boden gesetzt und hat die Produkte in die Kamera gehalten und heute muss man alles ganz toll haben. Ja, egal, also. Das war's von meiner Seite. Schaut gerne bei meinem großen DM-Haul vorbei, falls es euch interessiert. Da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt mir alle gesund. Passt gut auf euch auf. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.